6 Uhr morgens, Wecker klingelt, ja, Wecker sagt, leg los, ja. Jetzt wird der Günther wach und sagt, los, leg dich wieder hin. Und dann kommt so die erste Amtshandlung des inneren Schweinehundes, zack, Wecker wieder aus, in 10 Minuten wird neu verhandelt. Kennt ihr sowas? Manche machen das mehrmals jeden Morgen. Ich hatte vor kurzem eine Dame beim Seminar, die macht das 7-mal jeden Morgen. Ja? Das heißt, sie ist jeden Morgen damit beschäftigt, über eine Stunde mit selbst zu diskutieren, ob die aufstehen soll. Ist das scheiße? Wir reden jetzt über ein Phänomen, vielleicht kennt das der ein oder andere von euch. Wir reden über innere Schweinehunde. Darf ich mal ganz grob fragen, ihr euch in die Gruppe, wer von euch hat auch schon mal Erfahrung mit dem inneren Schweinehund gemacht? Okay, wir hatten einen besonders großen inneren Schweinehund. Damit wir uns mal so kennenlernen, klatscht doch bitte einmal kurz in die Hände, wenn euch folgende Situation bekannt vorkommt. Wer von euch musste schon mal seinen inneren Schweinehund überwinden, wenn er morgens früh aufstehen sollte? Wer musste schon mal seinen inneren Schweinehund überwinden, wenn er regelmäßig Sport machen sollte? Wer, wenn er sich so ernähren sollte, dass die Waage dauerhaft unterbleibt? Wer, um bei so blöden Klatschespielchen mitzumachen? Dankeschön, danke sehr, ja. Und ja, das ist das, was ich seit vielen Jahren tue. Ich beschäftige mich mit inneren Schweinehunden, weil das Problem ist, die meisten Menschen stellen sich innere Schweinehunde vor wie so fiese, gemeine Viecher, die immer ziemlich destruktiv ins Leben rülpsen, wenn wir was tun sollen, was wir nicht wollen. Also morgens früh aufstehen, ist anstrengend. Sich irgendwie gesund ernähren, Feedbackgespräche führen, den nächsten Schritten der persönlichen Entwicklung gehen. Und das macht keinen besonderen Spaß. Manche gehen da besonders heftig mit sich um. Vielleicht können Sie sich noch an den Jan Ullrich erinnern. Wisst ihr noch, wer das ist? Jan Ullrich, so ehemaliger deutscher Radrennsportler. Der hatte so einen Peitscher am Streckenrand. Wisst ihr noch, was Sie dem zugerufen haben zur Motivation? Quäl dich, du Sau. Also stellt mal vor, ihr habt irgendein Lebensthema, irgendeine Herausforderung, euer inneres Selbstgespräch, los. Quäl dich, du Sau. Da musst du durch. Und das macht keinen besonderen Spaß. Und deswegen glaube ich, dass Menschen, die sich innere Schweinehunde so vorstellen, im Leben überproportional häufig mit denen zu kämpfen haben. Andererseits habe ich die Vermutung, dass ihr alle euren inneren Schweinehund im Leben auch schon hunderte, tausende Male erfolgreich überwunden habt, oder? Wer von euch hat zum Beispiel erfolgreich lesen und schreiben gelernt? Wer von euch hat den Schulabschluss geschafft? Wer von euch kann Auto fahren? Wer kann es wirklich? Wisst ihr noch, eine scheinbar so banale Geschichte wie das Autofahren lernen? Hey, das war kompliziert am Anfang. Also Kupplung treten, Gang rein, Kupplung kommen lassen, gleichzeitig Gas geben. Das muss man üben, 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 bis man es kann. Erst wenn man es eine Weile geübt hat, dann geht's. Oder kann jemand von euch, hat jemand von euch noch Schwierigkeiten beim Kuppeln und Schalten? Anders gefragt, wer fährt Automatik hier im Raum? Feiglinge, ich hab's gewusst. Naja, und deswegen habe ich mir überlegt vor einigen Jahren, dass man das irgendwie anders machen sollte, dass man diesem inneren Schweinehund etwas netteres Aussehen geben sollte. Und ich habe ihm deswegen einen Namen gegeben. Ich nenne meinen inneren Schweinehund Günther. Jetzt muss ich natürlich sicherheitshalber fragen, wie viele Günther haben wir heute im Raum? Keiner. Wer weiß, dass der Nebensitzer Günther heißt und sich nicht traut zu schrecken? Ist echt, ah, einer, guck mal, einer. Das tut mir jetzt echt leid. Ich finde den Namen nicht so schön. Der hat so ein bisschen was von behördlich verorteter Veränderungsresistenz. Der klingt so ein bisschen angestaubt. Erkennst du dich wieder? Also keine Sorge, ich darf darüber Witze machen, weil ich heiße selbst auch Günther. Ich heiße Günther mit Zweitnamen, ich fand den immer scheiße. Bis sie dann anfing, mich mit diesem Thema innere Schweinehunde zu beschäftigen und dem den Namen gegeben hat. Also du wirst mit deinem Namen auch Frieden schließen, keine Sorge, am Ende dieses Vortrags. Ja, und das Thema bei diesen inneren Schweinehunden ist natürlich, was ist dieser innere Schweinehund? Und um eine Sache gleich von vornherein klar zu machen, der innere Schweinehund ist nichts anderes als eine Metapher für unser inneres Selbstgespräch. Also wir Menschen, wir plappern unser ganzes Leben mit uns. Ja? Also falls du dich fragst, ob es normal ist, dass du in Gedanken mit dir sprichst, ja, das ist es. Obwohl mir das erste Mal in einer ganz anderen Lebensphase klar geworden ist. Damals war ich noch als Arzt in der Psychiatrie tätig. Wir kommentieren permanent, was uns passiert ist. 6 Uhr morgens, Wecker klingelt, ja. Wecker sagt, leg los, ja. Jetzt wird der Günther wach und sagt, los, leg dich wieder hin. Und dann kommt so die erste Amtshandlung des inneren Schweinehundes, zack, Wecker wieder aus, in 10 Minuten wird neu verhandelt. Kennt ihr sowas? Manche machen das mehrmals jeden Morgen. Ich hatte vor kurzem eine Dame beim Seminar, die macht das 7-mal jeden Morgen. Ja? Das heißt, sie ist jeden Morgen damit beschäftigt, über eine Stunde mit selbst zu diskutieren, ob die aufstehen soll. Ist das scheiße? Ja? Und dann gibt es so Menschen, die sagen, hey, yippie, Wecker klingelt raus und den Tag, die Welt braucht dich. Zu denen gehört ihr wahrscheinlich alle. Ja? Oder kennt ihr das auch, dass man so sagt, so kuschelig, ach, drehst du dich nochmal um, hast gerade so gut geträumt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist das, was uns Menschen jetzt eigentlich bewegt, etwas zu tun oder nicht zu tun? Und es ist relativ simpel. Wir Menschen tun die meisten Dinge oder tun sie nicht wegen unserer Gefühle. Emotionale Intelligenz, die Mädels können jetzt alle was damit anfangen. Wobei Männer haben auch Gefühle. Hunger zum Beispiel. Wir sind nur nicht so ausdifferenziert wie die Mädels, ja? Also
Bei Frauen, da gibt es ein ganzes Kaleidoskop von Gefühlen. Wir Männer sind eher so 1-0, schwarz-weiß, ganz oder gar nicht. Ja? Und im Prinzip ist es so die Bipolarität dieser Gefühle. Es gibt einfach nur diese beiden Gefühlszustände. Schöne Gefühle erleben, schlechte Gefühle vermeiden. Das ist alles, was wir im Leben machen wollen. Nichts anderes. Und auf diesem Kontinuum bewegen wir uns. Jetzt ist das Problem in unserem Alltag häufig, dass wir meistens nur versuchen, schlechte Gefühle zu vermeiden. Also dieses Erleben von schöneren Gefühlen ist in unserem Alltag, der doch irgendwie so einigermaßen durchorganisiert ist, die Dinge funktionieren, wir wissen, wir kennen den Weg in die Arbeit, wir wissen, wie Schatzi heißt, wir wissen ganz genau, wie unsere EDV-Programme funktionieren. Und dann erst, wenn irgendeine Herausforderung kommt, dann müssen wir was verändern. Nehmen wir so ein Beispiel. Wart ihr schon mal im Zoo? Also als Besucher. Schon mal gemacht, so durch die Gegend laufen, Viecher gucken, so mit den Kindern im Zoo gewesen. Kennt ihr das, wie die mit leuchtenden Augen durch die Gegend laufen? Und ihr habt vielleicht auch mal Spaß gehabt dabei. Und kennt ihr das, am Anfang ist man voll dabei, das macht Spaß, Viecher gucken, alles prima. Und dann kommt so der Moment, da werden die Oberschenkel so ein bisschen müde. Kennt ihr das? Ja? Und jetzt sucht ihr euch eine Bank. Ja? Das ist so weg vom Schmerz hin zur Lust. Ah, wir setzen uns hin. Und jetzt sagt ihr so, Kinder, Papa bleibt hier sitzen, Kinder, geht mal weiter, wir treffen uns in 2 Stunden am Ausgang, habt einen schönen Tag. So, das ist das Gefühl, weg vom schlechten Gefühl hin zum schönen Gefühl. Und jetzt könnte alles so schön sein, aber ihr stellt fest, um euch herum sind lauter Menschen. Und die gucken in eine Richtung. Und jetzt seht ihr 5 Meter vor euch einen Tigerkäfig. Und darin seht ihr eine große Katze quergestreift. Die tigert ganz langsam von rechts nach links und nach rechts. Und jetzt geht die Käfigtüre auf. Der Tiger kommt raus, direkt auf euch zu. Frage, was werdet ihr jetzt augenblicklich machen, außer in die Hose? Ich wette, ihr werdet aufstehen, ihr werdet laufen und es wird euch, pardon, scheißegal sein, dass ihr vorher Schmerzen in den Oberschenkel habt, so richtig? Ihr fragt euch jetzt nicht, Mensch, passt das jetzt in meinen Trainingsplan? Was machen da morgen die Laktatwerte? Ja, sieht man, dass der Popo wackelt? Das ist alles ganz egal. Es geht nur noch um eine einzige Frage. Die Frage lautet, wie schnell musst du jetzt laufen? Los, bitte, ruf's mir zu. Schneller als der? Da ist der Tiger. Jawohl, das ist richtig, aber leider nicht machbar. Die Katzen sind sehr schnell, also müssen wir schneller laufen als die anderen. Aber streng genommen stimmt das auch nicht, denn eigentlich müssen wir nur schneller laufen als der Langsamste. Ist das klar? Ja? Weil der Tiger, der hat dann den langsamsten Frist, den fragen wir uns, hey Tierpfleger, schau mal, darf der das? Und uns hat es nicht erwischt. Und das Spannende ist, wenn wir uns mal so eine Gruppe anschauen, die vor diesem Tiger wegläuft, dann ist diese Gruppe in der Regel so leistungsmäßig in Form einer gaußschen Glockenkurve aufgebaut. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Also, die allermeisten sind hier irgendwie so leistungsfähig im Mittelfeld, dann gibt es ein paar, die sind besonders schnell und es gibt ein paar, die haben ein Problem. Der alte Charles Darwin, der hat mal gesagt, Survival of the fittest, das ist Quatsch, was der eigentlich meinte, war Death of the unfittest. Den letzten fressen die Tiger. Und was sind das so für Menschen, die so gefressen werden von diesem Tiger? Was sind das für Typen? Das sind häufig so Menschen, die zum Beispiel gar keinen Bock haben, in diesen Zoo zu gehen. Die sagen, oh, Tiere ist blöd. Ja? Habe ich gar keine Lust, ist irgendwie bescheuert, will ich nicht. Oder so Menschen, die mit so einem Erkenntnisproblem, kennt ihr die? Die fragen sich zum Beispiel, ist das echt ein Tiger? Kann man den streichen? Oh, nein, konnte man nicht. Ja? Ja? Und da kennt ihr so Menschen, die so in Konkurrenzsituationen, ja, so eine ganze Gruppe merkt, da kommt der Tiger, was machen wir? Keine Idee. Ja, laufen wir los? Ja, machen wir. Ja? Und die loslaufen. Hey, du auch? Ja, vielleicht. Ne? Warum? Zu spät. Ne? In Bayern sagt man dazu, die ist nicht schad. Ne? Also die werden in der Regel so von allen möglichen Gruppen irgendwie so rausgerissen und dann sind die irgendwie weg. Ja? Und also das ist so diese Gruppe, die können wir irgendwie schon mal guten Gewissens einigermaßen ausradieren. So das Spannende ist beim Thema Motivation und Leistung, dass dieses Mittelfeld in der Regel gar nicht so die Riesenleistung bringen muss, um irgendwie zu überleben. Also das Mittelfeld, das ist irgendwie so, hey, kommt ein Tiger, was machen wir? Laufen wir? Okay. Wo? Der wird eh gefressen. Hm? Die interessanteste Frage ist aber, warum sind die da vorne so besonders schnell? Schilddrüsenüberfunktion? Haben die besonders viel Angst? Nein, ich habe eine Hypothese. Die laufen gerne. Das machen die freiwillig. Das nennt man Sport. Die machen vielleicht sogar bei Wettbewerben mit, auf die trainieren. Ja, wie bei Olympia, da seht ihr keinen einzigen 100-Meter-Läufer, der sagt, ach, für mich ist so der Weg das Ziel.
Ja, die wollen ganz vorne mit dabei sein. Ja? Und wenn bei denen mal so ein Tiger kommt und sagen, hey, Katze, super, prima, kein Problem, schneller als die anderen bin ich auf jeden Fall. Und die schalten im Kopf so ein Motivationsprinzip an. Dieses Motivationsprinzip, ich nenne das Abenteuer und Lernen, so wie jetzt hier. Der Günther kämpft mit einem Drachen. Das macht er aber aus einem Grund. Günther will zur Burg, da ist ein Goldschatz, kann er König werden, sexy Burgfräulein. Günther sagt, dich mache ich tot. Ja? Und das ist so die innere Motivation. Wenn wir Menschen wissen, wozu wir etwas tun, dann sind wir motiviert. Ohne einen Grund wird es schwierig. Und das ist im Kern auch schon der ganze Trick für den inneren Schweine. Und wir Menschen müssen wissen, wozu wir Dinge tun. Wenn wir morgens aufstehen und wir haben keinen Plan, wozu wir aufstehen, also wenn du schon mal eine Lebenskrise gehabt hast, schwierige Situation, wie auch immer, da steht man nicht auf und sagt, hey, heute wird ein geiler Tag. Ja? Aber mit einem Grund machen wir Menschen die verrücktesten Dinge. Eine Steuererklärung. Kriegt man Geld zurück, ja? Beispiel für die Damen. Liebe Damen, Mädels, stellt euch mal vor, ich schicke euch auf einen 3-stündigen Fußmarsch. Ihr kriegt ein Gewicht an den rechten Arm, ein Gewicht an den linken Arm. Ihr werdet dabei die ganze Zeit Geld verlieren. Habt ihr Lust darauf? Das ist eine Shoppingtour. Ihr versteht, was dabei passiert, ja? Ihr werdet laufen, laufen, laufen. Ihr lauft euch Blasen in die Füße, kommt zufrieden, grinsend zu Hause an, sagt, Schatz, guck mal, Tüte, 1, 2, 3, ich war auf der Jagd, ja? Und was dabei passiert, dabei schüttet unser Kopf so eine Substanz aus, sie heißt Dopamin. Ja, das klingt so ähnlich wie Doping, das hat nichts mit Radsport zu tun, aber das hat so ähnliche Effekte. Dieses Dopamin, das macht wach, das macht leistungsstark, das macht, dass man Schmerzen nicht so sehr spürt. Dieses Dopamin sorgt dafür, dass wir uns auf den Weg begeben. Ja? Das ist die Frage, kann man das irgendwo kaufen, das Dopamin? In der Apotheke gibt es das nicht, das können wir selber machen. Das können wir selber machen, indem wir den Dingen einen Sinn geben. Ich nehme mal ein ganz einfaches Bild, mit dem arbeite ich sehr gerne. Stellt euch mal vor, ihr tut irgendetwas zum ersten Mal. Dann ist das so, wie wenn ihr euren inneren Schweinehund hier durch einen Park voller Tiefschnee schicken sollt. Und hier unten sei der Eingang in den Park. Wie kriegt ihr euren Günther da rein? Wie geht das? Ganz einfach, gebt ihm einen Grund. Setzt hier oben links in die Ecke mal so eine Fressbude rein. Ja? Was wird jetzt passieren? Der Günther wird sagen, hey, los, gib was zu fressen, coole Geschichte, rein in diesen Tiefschnee. Jetzt macht er den ersten Schritt, den zweiten Schritt, den dritten Schritt, den vierten. Der kommt in Schwung. Und wir wissen, wozu wir was tun. Wir kommen in Schwung, wir wurschen los. Das Schöne ist, wenn wir einmal angefangen haben, kommen wir in Schwung und dann wird es leichter. Die meisten Menschen machen ja den Denkfehler, dass sie glauben, boah, wenn ich anfange, dann wird das richtig schwierig. Aber das haben wir alle schon im Leben erlebt. Wenn wir gewisse Dinge anfangen, dann merken wir, dass die Dinge leichter werden statt schwerer. Und das ist der Punkt, wenn wir irgendeine Herausforderung haben, dann können wir wursteln und arbeiten und machen und machen und machen. Und der Trick ist, wir müssen machen, bis wir an dieser Fressbude angekommen sind. Bis wir angekommen sind. Jetzt ist alles gut. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir so ein paar Extraspritzer Dopamin, so ein paar Spritzer Endorphine. Ja? Jetzt haben wir so eine Synapsenparty zwischen den Ohren und der Günther sagt, hey, du hast alles richtig gemacht. Und das Schöne ist, jetzt laufen wir auf diesem gleichen Weg zurück und am nächsten Tag gehen wir vorbei und da sagt der Günther, hey, gestern war da was zu fressen, schau mal, ob das noch da ist. Und dann laufen wir wieder rein, wir laufen hin, wir laufen her, wir laufen hin, wir laufen her. Das machen wir 10 Mal, 20 Mal, 300 Mal. Und dabei lernen wir, wie die Dinge gehen. Das Problem ist nur, wenn wir eine gewisse Zeit lang Dinge gelernt haben, dann fühlt es sich mit der Zeit so ein bisschen langweilig an. Kennt ihr das? Wenn man früher mit Leidenschaft und Begeisterung dabei war und dann wird das irgendwie plötzlich fade. Kennt ihr das? So früher, neuer Job heute, scheiße Montag. So früher, frisch verliebt heute, ist meine Frau. So die Gewöhnungseffekte des Lebens. Kennt ihr das? Und das ist ziemlich dramatisch, weil wir dabei etwas kaputt machen, was Leidenschaft eigentlich ausmacht. Dieses Dopamin. Und es gibt einen Menschentypus, der dieses Dopamin immer in sich trägt. Den kennt ihr wahrscheinlich. Das sind sogenannte Kinder. Wer von euch kennt sowas? Wer hat sowas zu Hause noch, so in kleinem Alter? Kennt ihr das? Kinder, die haben keine inneren Schweinehunde. Kinder haben Ferkelwelpen. So ein Kind sagt nicht was, wenn es nicht klappt, viel zu schwierig, fange ich morgen an. Die ticken anders. Ja? Kinder ticken chancenorientiert, Kinder ticken unternehmerisch. Ein Kind würde sagen, mal gucken, ob ich mit einem Filzstift eine ganze Wand grün anmalen kann. Ein Kind sagt niemals, du, ich spiele nur von 9 bis 17 Uhr, darüber hinaus gibt es ein Burnout-Syndrom. Ein Kind braucht auf dem Kindergeburtstag nicht erst 3 Bier, um in Stimmung zu kommen. Ja? Die treffen sich, die spielen, die haben Spaß. Das Problem ist, in unserem Erwachsenenalter hören wir damit auf und das ist damit unter ziemlich tragisch. Und zwar vor allem in zweierlei Hinsicht. Erstens, wir verlieren häufig die Leidenschaft. Und zweitens sind wir manchmal so sehr in unseren Routinen verhaftet, dass wir ein Problem bekommen. Das Problem kommt nämlich ab dem Zeitpunkt, wo sich die Welt verändert. Kennt ihr das? Wenn so ein Riese am Park vorbeispaziert und er setzt die Fressbude einfach mal von links nach rechts. Und meistens sehen wir das.
Wir verstehen was. Es gibt eine neue Bedeutung im Leben. Da hat sich was verändert. Digitalisierung, Disruption, Generation Y. Wir wissen, es gibt so viele Veränderungen. Ja, irgendwas im Leben. Der Onkel Doktor sagt dir, Mensch, du musst mal was gegen dein Gewicht tun und so weiter und so fort. Und wie ist unsere typische Reaktion? Wir verstehen das kognitiv. Wir kapieren, wir sollen da hingehen. Und dann kommt der Günther und sagt, du geh den alten Weg, die Bude kommt zurück. Und genau jetzt sind wir ein Opfer unseres dicken, fetten, trägen, inneren Schweinehundes geworden und wir verstehen eine Sache nicht mehr. Das Wichtigste im Leben ist nicht, was hast du getan, was kennst du schon, was fällt dir leicht. Das Wichtigste im Leben ist immer, wo gibt's was zu fressen. Und dann stellen wir manchmal fest, dass wir im Leben irgendwie auf den falschen Berg geklettert sind. Aber auf den falschen Berg geklettert zu sein, ist genauso bescheuert, wie wenn wir die Leiter ins falsche Schlafzimmerfenster stellen. Das kann Spaß machen. Das muss es aber nicht. Und deswegen, es gibt es im Prinzip so zwei Typen auf der Welt. Die einen Typen, das sind so die Sündenbocksucher. Kennt ihr so Sündenbocksucher? Die finden immer irgendeinen Grund. Also die Merkel ist schuld, die EU ist schuld, der Trump ist sowieso schuld, mein Chef ist schuld, die Umgebung, meine Gene sind schuld, wie auch immer. Logisch. Nur das Problem ist, wenn ich auf diese Art und Weise denke, dann bin ich ein Opfer. Und wenn ich ein Opfer bin, dann kann ich nichts gestalten. Und es ist ja völlig egal, was im Leben passiert. Weil das einzig Wichtige im Leben ist, wie ich auf das reagiere, was da draußen passiert. Und deswegen sollten wir es irgendwie anders machen. Wir sollten doch bitteschön in solchen Situationen unserem inneren Schweinehund eine Wurst vor die Schnauze halten. Und sollten sagen, Günther, es geht in diese Richtung. Wollen wir da nicht hingehen? Wollen wir nicht mal gucken, ob wir das noch in unserem Alter irgendwie hinbekommen? Und jetzt teilt sich wieder so die Gruppe. Ja, wie geht das denn? Wie machen wir das denn? Relativ simpel. Man ist erst dann ein Superheld, wenn man sich selbst für super hält. Biofeedback. Es ist unsere persönliche Bringschuld in Veränderungssituationen dafür zu sorgen, dass wir gut drauf sind. Ja? Und es gibt diese Menschen, die stellen sich morgens vor den Spiegel. Die gucken sich an, die sagen, boah, du wirst immer älter. Du wirst immer grauer, immer dicker. Und andere, die stellen sich morgens vor den Spiegel und sagen, boah, du wirst immer älter, immer grauer, immer dicker und bist doch so geil drauf. Und wir brauchen was von diesem Zweiten. Also, meine Damen, meine Herren, Jungs, Ladies, was bringt euch gut drauf? Was ist das, was euch motiviert? Holt euch das immer wieder ganz groß in den Kopf hinein. Und dann in Veränderungssituationen. Trefft eine Entscheidung. Trefft die Entscheidung, bitteschön, nicht mehr in den alten Weg zurückzugehen. Alter Weg ist doof. Alter Weg können wir vergessen. Sondern trefft eine Entscheidung, in die neue Richtung zu gehen. Und dann setzt diese Entscheidung bitte leidenschaftlich um. Erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, vierter Schritt. Und jetzt ist ganz wichtig, hier wieder eine Unterscheidung. Es gibt Menschen, die in solchen Situationen sagen, och, das ist aber hart. Das ist aber blöd. Das sind Menschen, die in solchen Situationen erstmal anfangen zu jammern. Eine Sache, wenn wir in solchen Situationen jammern, dann ist das so, wie wenn wir unseren Günther Arsch voraus durch den Tiefschnee schicken. Kennt ihr das? Könnt ihr das vorstellen? Also der geht irgendwie so, boah, früher war alles besser, früher, 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 ups, ich hab's geschafft, aber hart war's. Kennt ihr die? Die können durch ihr gesamtes Leben laufen und immer in Gedanken in der Vergangenheit hängen. Deswegen machen wir es bitteschön anders. Wenn uns unterwegs irgendein Problem begegnet, absolute Grundregel ab heute für den Rest unseres Lebens, machen wir das Problem zu unserem Freund. Sagen wir, liebes Problem, ich kenne dich nicht, ich mag dich auch nicht unbedingt, aber du bringst mir jetzt irgendetwas bei. Machen wir das Problem zu unserem Freund. Und dann müssen wir üben, üben, üben. Mit jeder neuen Herausforderung so oft üben, 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 bis wir wieder an der Fressbude angekommen sind. Weil was jetzt passiert? Jetzt haben wir ein neues Verhalten gelernt und jetzt können wir auf diesem neuen Verhalten genauso leicht hin und her laufen, hin und her, wie auf dem alten. Und das alte Verhalten ist unwichtig geworden. Und wer das hinbekommt, sich das in seinem inneren Kopf immer wieder klar zu machen, dass wir das schaffen, solche Veränderungen. Der kriegt seinen inneren Schweinehund ganz leicht und dauerhaft für sein gesamtes Leben gezähmt. Und dann heißt es nicht mehr, hey, irgendwann mal, du solltest, du müsstest, du könntest, sondern dann heißt es, wer, wenn nicht du, wann, wenn nicht jetzt und wo, wenn nicht hier. Denn, wie hat das so schön der Paulo Coelho mal ausgedrückt, der hat mal gesagt, ein Schiff ist sicherer, wenn es im Hafen liegt. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Ich wünsche euch, dass ihr mit euren Schiffen auf die hohe See raussegelt und richtig viel Spaß habt. Dankeschön fürs Mitdenken.
Danke fürs Zugucken. Besuch uns doch auch mal auf unserer Webseite. Dort findest du alles weitere über Gedanken tanken. Hier findest du die aktuellste Playlist. Hier findest du ein Video, welches besonders gut zu dir passt. Und hier kannst du den Channel abonnieren, kostenfrei, damit du kein weiteres Video mehr verpasst.